Mein Name ist Thomas Viehweger, ich bin Musiker, Musiklehrer und Projektleiter für musikalische Schulprojekte. Impuls ist eine Schule für Musik und Bewegung, die ich ins Leben gerufen habe. Und in diesem Rahmen finden verschiedene Weiterbildungen Angebote statt. Mein Angebot für Schulen in der ganzen Schweiz ist eine Projektbegleitung von musikalischen Schulprojekten, die auf die Einzigartigkeit dieser Schule maßgeschneidert ist. Musikalische Schulprojekte können dauern von einem Tag bis zu einer Woche. Ein musikalisches Schulprojekt ist eine Möglichkeit, um neue Arbeitsweisen und neue Formen einzuführen. Zum Beispiel, dass man im Plenum mit allen etwas macht. Es gibt Workshops, es gibt Ateliers. Man schafft auf ein Ziel hin, ein Abschlusskonzert. Projektwoche ist in einer Schule vielleicht eine der intensivsten Lernformen überhaupt. Und sie ermöglichen ganz viele Sachen, die im normalen Schulalltag nicht möglich sind. Zum Beispiel, dass 60 Kinder auf der Bühne sind und miteinander etwas machen. Das ist ein Weg. Gerne stelle ich von Anfang an die Frage nach der Nachhaltigkeit. Wie soll die Schulkultur bereichert werden? Was soll übrig bleiben? Was sollen für Arbeitsweisen der Lehrpersonen nachher zur Verfügung stehen? Was für Instrumente sollen neu im Instrumentarium sein von dieser Schule? Und ja, wie soll die Kultur gewachsen sein von einer Schule? Singen, tanzen, musizieren. Und manches Neue auch vor dir. Kinder leben sich neu in der Musik, in vielen sozialen Interaktionen, im etwas beitragen zu etwas Ganzem, im sich erleben als ein Teil eines Ganzen, in dem, dass sie Selbstwirksamkeit erfahren, also sie erleben, dass sie mitgestalten können, dass sie partizipieren können, dass sie eigene Ideen einbringen können, die aufgenommen werden. Die neuen Arbeitsweisen reichern auch nachhaltig den Musikunterricht an. Die Lehrpersonen sind nachher in der Lage, das selber anzuwenden. Und es entsteht eine neue Vielfalt im Musikunterricht. Die Settings eines Schulprojekts. Idealerweise fängt das an mit einer Lehrerweiterbildung, wo alle Lehrer an Bord geholt werden und Kooperation vorbereitet. Dann am Projekt selber gibt es Plenums mit allen Kindern, die beteiligt sind. Es gibt Ateliers, wo man etwas entwickelt. Es gibt Workshops mit Spezialinputs. Es ist möglich, eine Lehrerband auf die Beine zu stellen innerhalb dieser Woche oder dieser Tage, eine Schülerband zu initiieren. Wir können auch Schulhaus singen, quasi vorbereiten oder einleiten. Und am Schluss steht meistens irgendeine Art von Präsentation. Okay.
facts. There's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out. In the Schulprojekt begleite ich entweder das Team allein oder es sind auch Gastlehrer dabei, die einerseits die ganze Woche begleiten oder spezielle Workshop-Themen anbieten. Wie zum Beispiel Jodeln, Beatboxing, mit Medien arbeiten, mit der Loopstation zum Beispiel. Einfach normaler Summton. Das kannst du, oder? Probier eins. Also so? Genau. Und einfach nirgends mit mir so. Mit, genau. So. Jetzt probierst du es Umton zu machen. In diesem Beispiel von diesem Schulprojekt haben wir 60 Cajon gebaut im Vorfeld. Als Projektleiter kann ich dem Team auch eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung stellen. Einerseits eine Kommunikationsplattform, aber dann auch ganze Klassensätze von Instrumenten. Ich komme mit einem Anhänger voll Material, damit das Schulprojekt mit neuen Instrumentarien angereichert werden kann, die dann während einer ganzen Woche zur Verfügung stehen.